Hey Leute, willkommen zu Part 7 von Max, The Curse of Brotherhood. So, wir haben jetzt hier mal ein Baumrätsel zu lösen. Ich versuche mal hier unten durchzukriechen. Ach, das geht so gar nicht. Mhm. Aber das hilft mir, glaube ich, schon sehr weit. Aber jetzt kann ich nämlich den Baum pflanzen. Hallo Max. An dieser Stelle hat er einen leichten Hackler. Auch schon im letzten Part gehabt. So, und jetzt kann ich nämlich hier durch. Kann ich denn hier jetzt zurück? Ah, und jetzt könnte ich... jetzt könnte ich an das Seil hin. Wenn ich an das Seil hin könnte. Das ist ja mal ein interessantes Rätsel. So. Aber wir haben ja dann noch ein Auge, das auf seine Pflückung wartet. Und das schaut schon ganz verängstigt. Und da hat es auch einen Grund dazu. Fieser Blick von Max mal wieder. Nudge, nudge. Nudge, nudge. Komme ich da wieder hin? Oder muss ich wieder den ganzen Weg über unten? Ja, ich fürchte, da muss ich den Weg über unten gehen. Weil ich könnte mir jetzt natürlich vorstellen, dass ich diesen Baumstamm hier auch brauche, damit ich da hochkomme, wo ich hin will wahrscheinlich. So, über die Planke, Max, über die Planke. Aha, gut. Wieder böse Pflanzen. So, lieber Ast, wie lasse ich dich denn jetzt mal wachsen? Jetzt schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Aha! Da drüben sind noch zwei Äste. Das ist jetzt... Aha! Und da muss ich wahrscheinlich so ein Treppengebilde... Oh! Oh, das ist ja toll! Da kann ich kein Treppengebilde, aber mit dem unteren könnte ich jetzt vielleicht ein Treppengebilde machen. Nicht ganz. Nochmal. So vielleicht. Das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Oh, komm schon, Max. Ja, puh. Knapp. Knapp, aber geht. Oh, da unten ist ein Auge an der Brücke. Da klebt ein Auge an der Brücke. Okay. Jetzt müssen wir die Brücke auch zum Einsturz bringen. What's this? Hui, es läuft da automatisch. Zwei von diesen Jungs. Die schnarchen aber wohl. Ja, da kann ich wohl irgendwas machen. Ich gehe mal nach unten. Okay. Wie komme ich denn mal an dich ran, Auge? Aha, Moment mal, da kann ich was anheben. Aber warum sollte ich das wollen? Ich dachte mir gerade, ich müsste jetzt irgendwie in die Falle locken oder so, aber... Wie genau?
Ich versuch's mal nochmal. Nee, weiter als so geht's nicht. Was soll denn das mal bringen? Und vor allem, wie komme ich an euch beiden vorbei? Und was ist mit dem Auge? Ich dachte jetzt vielleicht irgendwie, dass da hier die Falltür aufgeht und ich die zwei Jungs einsperren kann oder so, aber das ist mir jetzt noch nicht ganz ersichtlich. Kann ich denn dich, Moment mal, kann ich denn dich eigentlich schieben? Ah, dich kann ich schieben. Ja, dann machen wir das doch mal. Ach, und darunter versteckt sich nochmal so ein Ding. Und damit kann ich den Hebel hier vergrößern. Ich verstehe. Moment. Auf dich habe ich ein Auge geworfen. Also. Ist das gemein. Ah, das hätte ich die Kiste noch, den Steinquader noch gebraucht, um ans Auge ranzukommen. Nachdem du so stark bist, Max, zieh doch mal den Felsblock wieder zurück. Und wir begeben uns gleich drauf. Und na. Och, oje. Ach, das geht sogar im Flug. Ha. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Dann zerstören wir dich. Ja, achso. Und dann werden wir jetzt den Hebel hier vergrößern. Oh, jetzt wieder langsam. Beim Kameraschwenk. Ja, es ist leider so, Leute. Vielleicht muss ich die Tatsache akzeptieren, dass mein PC für solche Let's Play-Projekte langsam aber sicher zu sehr in die Jahre gekommen ist. Okay, hätte ich da auf der anderen Seite sein müssen? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Genau, da hätte ich jetzt auf der anderen Seite sein müssen. Sie dann reinlocken. Ah, es ist schon wieder so schlimm mit der Zeitlupe, Leute. Ich mache nochmal kurz einen Cut und versuche das Ding wieder schneller zu kriegen. Bis gleich. Ja, Leute, soll das nochmal einer mir erklären. Ich habe es jetzt zweimal neu geladen, es war immer langsam. Oder dann habe ich angefangen zu spielen und auf einmal ist es wieder schnell gewesen. Ich weiß es nicht. Also, einmal den Hebel vergrößern. Und dann bereit machen. Hallo, Jungs. Hallo. Catch me if you can. Fang mich, wenn du kannst. Warten, bis beide drin sind, nehme ich mal an. Und dann sind beide drin. Have a nice party in there, boys. Und sie haben keine Bomben, die sie nach mir schmeißen könnten. So, das hätten wir mal erfolgreich gelöst. Niemand musste in die Luft gesprengt werden. So, er geht ganz langsam, unser Max. Okay. Kapitel 2-3. Vater Eiche. Mhm. Oh. Aber wie schön. Also die Grafik ist richtig schön. You are headed towards Father Oak. He is not easily climbed, but once you reach his top, your weapon will be even more powerful. Noch mächtiger. So, jetzt ist er wieder schnell. Was sind das da unten? Sehe ich doch. Ach so, das war so ein Seitengimmick. Halt, halt, halt. Ein Ast aus dem Boden wachsen lassen, das ist natürlich auch interessant. Kleine Übung zum Aufwärmen. Da oben ist ein Auge. Aha, aha, aha. Komme ich da direkt hin? Oder wahrscheinlich nicht, aber... Wow, das ist mal ein breites Teil. Irgendwie wird das schon gehen. Ja, ja, wieg dich nur in Sicherheit. Ich komme gleich.
Aber ich sehe noch nicht genau wie. Aber irgendwie muss es da ja einen Weg geben. Ups. Nee, weiter ist so geht's nicht und da komme ich nicht rauf. Okay. Das heißt, es muss rechts irgendwo ein Weg sein, der nach links führt. Hoffe ich. Ist da wieder so ein Stinkekäfer? We are here, Max. Hey! Okay, aber dieses ein Auge komme ich jetzt nicht ran, oder? Winsel, winsel. Ja, oder ich komme von da oben aus ran. Oder ich brauche eine neue Powerful Kraft, um daran zu kommen. Also gut, ich lasse den mal ungern, aber ich lasse ihn mal zurück. Okay, Vater Eiche. Ich muss dich wohl erklimpen. Ich kann ihn nicht steuern. Hoi. Aber sowas von. Wow. What? Are those? What are those? Lianen? Das hatten wir ja schon auch, als wir die. Vines? Lianen, ja. Als wir die alte Dame, die ja jetzt die Seele in unserem Stift ist, gefunden hat, muss ich da jetzt. Ah, okay. Uha. Ich dachte, es wäre um unseren Max geschehen. Aber mitnichten. So. Ah. Oh nee. Glück gehabt. Da haben wir nochmal richtig Glück gehabt, Max. Also gut, ich habe Glück gehabt. Nein, du hast auch Glück gehabt, weil sonst wärst du gestorben. Ja. Oh. Diesmal nicht. Okay. Dann schwinge ich jetzt mal ein bisschen. Aha, schwingen war der Trick. Ich dachte, da kommt man so direkt ran. Hoch, Max. Hoch, Max. Mhm. Wieder eine Liane. Vater Eiche. Hoffentlich ist er nett. Nice. Prima. Aha, ich glaube, wir nähern uns unserem Ziel. Denn die Baumkronen werden immer lichter. Okay. Hui. Und schwungvoll. Klettern muss. Nee. Muss ich wohl nicht. Ja, jetzt druckelt's wieder ein bisschen. Es ruckelt wieder ein bisschen arg. Ist ein Auge, sehe ich gerade. Hui! Den Burschen hätten wir fast übersehen. Ah.
Na komm. Wachs schon, liebe Liane. Wachse. Ja, nee, 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 nee. Auf den Trick falle ich nicht nochmal rein. Boah, ist das ein Gezuckel. Wahnsinn. So. Und jetzt geht's wieder schnell. Nein. So, ich will jetzt noch zu dem Auge. Nicht, dass das meint, das kommt davon wie sein Kumpel vorhin. Ja, ein Auge scheinen wir auf jeden Fall mal... Quit it. Weg damit. Nicht bekommen zu haben. Es sei denn, wir kommen dann nochmal zurück mit irgendeiner Special Power. Aber ich habe nicht gesehen, wie ich da an dieses eine Auge rankam. Okay, da kann man runter. Ups. Da kann man auch runter. Und da kann man auch runter. Muss ich da ganz runter? Oder? Könnte sein. Dass die eine Liane, an der wir hingen. Ah, und da ist unser Stift. Schön. Aha. Father Oak has gifted your weapon with new might. With new might, mit neuer Macht. So, und was kann ich jetzt hier machen, Vater? Oh. Mhm. Okay. Okay. Ich kann jetzt hier was machen? Ich kann jetzt hier Lianen wachsen lassen. Aha. Und ich kann sie hier auch so wachsen lassen, dass sie schwingen. Verstehe. Ja. Und wenn ich sie praktisch diagonal male, dann schwingen sie auch ganz häufig. Ja, aber wo schwingen, Max? Ich weiß, du bist wieder in deinem Zeitlupen-Ding. Jetzt schwinge ich leider ziemlich synchron. Jawohl. Schaut mal, dass der Tempel da im Hintergrund mit dem Mund und den brennenden Augen ist auch sehr übel. Okay, jetzt bin ich wieder oben. Yes. Auch eine coole Fähigkeit. Und jetzt kann ich hier eine Liane wachsen lassen. Damit ich da wieder raufkomme. Aha. Und jetzt geht's hier nämlich weiter. Max, you can attach a vine to a branch. Aha. Ich kann die Dinger kombinieren. Ah. Okay. Vines, branches and earth are companions. Aha. They can be connected. Okay, jetzt kann ich hier... Ja, das Teil durchtrennen, da hätte ich mich einfach so rauf. Aha. Aber zu dem Auge, da kann ich nicht wieder zurück, oder? Na gut, ich lasse das Auge jetzt mal gut sein. Hat er halt ein Auge behalten, der Mustacho. Jetzt schauen wir mal. Das ist eine Liane. Ein Ast. Ach so, ich kann das hier hinbinden und jetzt durchschneiden. Und dann voll daneben springen. Ja, das Prinzip ist klar geworden. Achso, weil ich jetzt einen Schritt zurückgegangen bin. Ich dachte gerade,
Ich krieg da jetzt angezeigt, dass ich mit dem auch noch was machen muss. Ach. Tja, das ist gar nicht so einfach, weil ich nämlich nicht weiß. Falsche Taste. Jetzt habe ich den Ast mal ein bisschen weiter nach links wachsen lassen. Hallo? Ah ja. Aber das, glaube ich, bringt gar nicht mal so viel. Nee, nicht mit mir. Zeitlupe hin, Zeitlupe her. Komm schon, Max, jawohl. Jetzt greift er die Liane und mach uns den Tarzan, jawohl. So, und drüben sind wir. Yes, schön. Gut. Gut, das nächste Rätsel. Das machen wir aber dann im nächsten Part von Max, The Curse of Brotherhood. Schön, dass ihr dabei gewesen seid, Leute, und bis dann. Ciao.